Namaste, Namaste, ihr Lieben, herzlich willkommen einmal mehr zu einer weiteren Episode des Kaimi Reports, der Geschichte hinter der Geschichte. In eigener Sache nicht vergessen, ich will es ein paar Mal bringen, fbschweiz.ch über diese Initiative, die läuft, macht euch kundig. Unterschriftbögen könnt ihr ausdrucken, ist alles zu finden dort in Deutsch, Französisch und so weiter. Ihr wisst bitte pro Gemeinde nur einen Bogen, oder? Also nicht verschiedene Menschen aus verschiedenen Gemeinden auf dem Bogen unterschreiben. Das ist in der Schweiz so bei Initiativen und bei Referenden. Ganz, ganz wichtig, dass wir in aller Ruhe dann das Schweizer Volk über diese Thematik sprechen dürfen. Ich sage es jetzt halt noch immer, wichtig wäre, Niklas, du korrigierst mich, dass wir auf dem zweiten Kanal möglichst bald 1000 Abonnenten hätten, weil das dann wieder in eine andere Empfehlungsstruktur reinkommt, dass wir eben auch wieder dort etwas mehr Breite bekommen und nochmals unseren vorletzten Donnerstags Video haben wir auf dem Kanal 2 inhaltlich vor allem die Analyse des Weimarer Gerichtsurteils über die Behandlung von Primarschülern und Schülern in der Pubertät, also von 8- und bis 14-jährigen Schülern, hochspannend, auch mit Experten. Meinungen, die wir aber, weil sie eben sehr brisant sind, auf dem zweiten Kanal haben und nicht auf dem ersten. Und es ist natürlich schön, wenn da auch neue Leute dazukommen. Und heute habe ich wieder mal ein Video gemacht. Ihr seht, ich habe mich ganz anständig angezogen heute, also habe mich perfekt rasiert. Die Frisur, es ist schrecklich, aber ich gebe es offen und ehrlich zu, es stinkt mir, zu einem Coiffeur zu gehen und dort mich mit Maske und ich weiß ja nicht, ob die mein Zeugnis akzeptieren, mit Maske frisieren zu lassen und Haare waschen und Haare, ich weiß ja auch nicht, wie das geht mit Maske. Also, wenn jemand mir die Haare schneiden möchte, zu mir auf die Stör kommen möchte, wenn es natürlich eine hübsche Friseuse ist, ja, man gönnt sich ja sonst nichts, dann ist das auch gut. Also wir würden das auch sehr gut bezahlen, selbstverständlich. Dann meldet euch bei uns. Ich gebe es zu, ich bin eine faule Sau, da jetzt irgendwo in deinen Salon zu gehen. Weil mein super Friseur, der war Weltmeister 2010 und 2011. Und der hat jetzt die Idee gehabt, dass er jetzt Elektromotor-Töffli verkauft, weil er dort viel mehr verdient. Also er arbeitet nicht mehr als Friseur. Und the sky is the limit. Und darum wächst und wächst das einfach. Und ja, nobody is perfect. Gut, Outtakes. Also eben, darum wollte ich das sagen. Das ist, glaube ich, wieder mal ein Video, das man auch wieder mal jemandem schicken kann, der da Hauptkonsument von ARD, ZDF, SRF und ORF ist. Etwas muss ich trotzdem vorausschicken, da ich habe relativ schlecht geschlafen und ich habe gestern Abend den Fehler gemacht, den ich immer wieder mache. Ich habe nochmal Medien konsumiert und da ist mir eine Schlagzeile wirklich ganz schräg über die Leber gelaufen. Also Andreas Heisler, der auch schon an diesem Tisch saß im August, das Kantonsgericht Luzern hat jetzt also das Berufsverbot bestätigt. Er darf nicht mehr arbeiten wegen Maskenattesten und es ist ganz schlimm, was der Blick auch schreibt. Ganz, ganz schlimm, weil er an Corona-Demos teilgenommen hat. Also dann dürfte ich schon lange nicht mehr arbeiten und weil er uneinsichtig sei. Und das heißt, er hat immer noch lebenslanges Berufsverbot. Er hat jetzt noch die Instanz Schweizer Bundesgericht vor sich. Und ich finde das unglaublich, wir haben es an anderer Stelle gesagt, Psychiater, die traumatisierte Patienten oder Patientinnen, ich sage es jetzt mal so, begatten. Also das Schlimmste, was man eigentlich tun kann in dieser Disziplin, die dürfen weiterarbeiten, das ist okay so, auch im besten Kanton der Schweiz, wo die besten Schweizer wohnen, im Aargau, ist das okay.
Aber einen solchen Mann, der, ich glaube, das Herz wirklich auf dem richtigen Fleck hat, den nimmt man aus dem Spiel. Man muss das aber natürlich bewusst sein. Diese Botschaften da, die gehen auch an alle Kollegen und Kolleginnen, also speziell auch an mich natürlich. Ich habe auch schon an Corona-Demos geredet, mehr als einmal. Und für mich ist das, es hat nichts mehr mit der Sache zu tun, sondern es hat mit Einschüchterung zu tun. Mehr muss man nicht sagen, außer Andreas, wir drücken alle Daumen, dass es vor Bundesgericht dann klappt. Und sonst gibt es in diesem Gesundheitswesen extrem viel zu tun. Und ich bin sicher, so intelligent, wie ich dich kennengelernt habe, du wirst da einen anderen Weg finden. Das ist Michael Bubendorf. Er ist Mediensprecher der Freunde der Verfassung. Diejenigen, die das Referendum geschafft haben unter schwierigsten Bedingungen gegen Covid-19 und gegen das Antiterrorgesetz. Das gibt es also auch noch, wo man 15-Jährige bereits unter Hausarrest setzen kann über Monate. Die Frau Bundesrätin Karin Keller-Sutter sagt, ja, das ist wichtig, dass das 15-Jährige sind, weil in diesem Alter beginnen sich die 15-Jährigen zu radikalisieren. Also, falls ihr es nicht mehr wisst, wir sind in der Schweiz und wie viele 15-Jährige kennt ihr aus unserem, nicht Schweizer, sagen wir, aus unserem Kulturkreis, die sich mit 15 zu Terroristen zu radikalisieren beginnen. Die Botschaft dahinter muss ich ja wohl nicht nennen. Aber das sagt sie gestern in einem Interview der Basel-Landschaftlichen Zeitungen. Das ist ein bisschen wie Patriot Act. Also es reicht eigentlich der Verdacht, dass Niklas nächstens einen Terroranschlag auf mich plant und ich gebe das dann weiter. Und wenn der Verdacht da gegeben ist, dann kann man ihn dann einsperren. Oder? Und die Frau Keller Sutter sagt, ja, aber er kann ja den Richter anrufen oder, und sagen, ja, okay, und dann ist er einfach abhängig von einem Gericht, nicht? Obwohl er eigentlich noch gar nichts gemacht hat. So weit sind wir jetzt. Ne? Und Michael Bubendorf hat eine fantastische Rede gehalten, 8 Minuten. Sie ist bei mir auf dem Telegram-Kanal anschaubar, bei der Delegiertenversammlung der SVP zu diesem Covid-19-Gesetz. Brillant. Und ich habe mit ihm Kontakt gehabt und ganz, ganz schrecklich. Er hat mich jetzt angemeldet, offenbar tatsächlich beim Schweizer Fernsehen, mit ihm in diese Arena-Sendung zu gehen. Sie ist am 28. Mai, reichlich spät, weil am 13. ist die Abstimmung. Anyway, und ich bin sehr gespannt, ob ich überhaupt noch beim Schweizer Fernsehen willkommen bin, weil die wissen natürlich schon auch, dass da jemand kommt, der einen halben, nicht mehr, aber einen halben geraden Satz reden kann. Also ich bin hochgespannt, was jetzt da passieren wird. Ich halte euch natürlich auf dem Laufenden. Gestern, also jetzt, wenn ihr das seht, ist es ein bisschen später, wir haben das jetzt voraufgezeichnet, aber die 7 Zipfelmützen, der Bundesrat hat Lockerungen ausgesprochen. Es wird jubiliert. Ich frage mich, müssen wir jetzt dankbar sein? Wie soll das gehen? Also ich hatte mal mit einem Freund ein Restaurant, das war nicht sehr erfolgreich, also Schuster, bleib bei deinen Leisten. Wie soll das gehen in einer meteorologisch so unsicheren Situation wie in der Schweiz? Wie soll ein Restaurateur einkaufen, wenn er nur die Außenbereiche bedienen kann? Und dann kauft er ein und dann kommt eine Schlechtwetterfront, dann hat er 3-4 Tage lang keine Leute. Kann er wieder alles wegschmeißen? Wie soll das gehen? Wie soll die Personalplanung gehen, wenn man sich in einer Region wie der Schweiz dergestalt vom Wetter abhängig macht? Also gibt es da einen Grund? Fitnesscenter dürfen wieder öffnen. Ja, mein lieber Freund, oder? Also ich sage nichts, gar nichts gegen Masken. Das darf ich ja nicht, oder? Aber was ich sagen darf, ich kann nicht mit einer Maske körperliches Training machen. Ich persönlich, liebe YouTube-Kommentatoren und Zensoren, ich kann das nicht, weil da fehlt mir die Luft. Das ist ich persönlich. Und ich bin sicher, es gibt noch, genau, dir tut es auch nicht so gut, oder? Also Sport, körperliche Aktivität, Krafttraining, ein hochintensives Training mit Maske.
man kann es machen. Nein, es ist bestimmt nicht schädlich. Nein, ganz klar. Die Post bekommt jetzt einen neuen Chef, Christian Leverer, ehemaliger SP-Parteichef. Er hat noch nie einen Betrieb geführt. Finde ich gut, dass man dann so in einem ganz kleinen Betrieb einsteigt, wenn man noch nie einen Betrieb geführt hat. Kommt gut. Kommt gut, also das ist fantastisch. Das ist meine alte Kalauer, das ist wie wenn Holländer Bergführer auszubilden beginnen, aber das kann ja auch gut kommen. Das habe ich mal gepostet zum Ableben von Prinz Philipp, der ist ja gestorben mit 99, Jahren und er hat das wirklich mal gesagt, oder, dass er, wenn er wieder auf die Welt kommen würde, dass er das gern als gefährliches, infektiöses, tödliches, deadly virus machen würde, um daran sich zu beteiligen, diese Overpopulation, also die Überbevölkerung, bekämpfen zu können. Nun, Gott habe ihn selig. Rest in peace, my dear Prinz Philipp. Kutschaty ist der SPD-Fraktionsvorsitzende von NRW, Nordrhein-Westfalen. Und er will jetzt wirklich da durchgreifen. Oder er sagt, Zitat, wir müssen Menschen auf der Straße erwischen und hart bestrafen. Das ist dann Anlehnung an die erneut eingeführten Ausgangssperren in Deutschland. Ich glaube, was ist aktuell? 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Kein Ausgang mehr, wenn man dort aber jemanden erwischt. Er hat unterdessen hat das ganz schnell sein Äußeres verändert, also kein Gesichtshaar mehr. Es ist nicht unser Ziel, in private Wohnungen zu gucken, aber auf dem Weg dahin kann ich Menschen erwischen, meint Thomas Kutschaty und hält eine Ausgangssperre daher für sinnvoll. Bußgelder könnten viele Menschen abschrecken, nachts unterwegs zu sein. Ordnung muss sein, Ordnung. 500 Euro übrigens findet er angemessen. Gut, bei den deutschen Durchschnittseinkommen ist das ja wirklich ein Schnäppchen. Also für uns Schweizer wäre das extrem teuer, aber für die deutschen Einkommen ist das ein Schnäppchen. Nein, solche Leute wählt ihr, nicht? Das ist SPD. Ich meine, ich weiß nicht, ich höre sie, den Helmut Schmidt und den Willy Brandt, wie sie sich in ihren Gräbern wälzen. Ich meine, solche Leute wählt ihr, das müsst ihr einfach wissen. Ne? Ich meine, was ist das? Hat er dann noch einen Ledermantel an und Stiefel, wenn er da durch die Straßen marodiert und Leute, die sich nachts besuchen, na, die erwischt und hart bestraft? Denke ich an Deutschland in der Nacht, werde ich um den Schlaf gebracht. Hab das Ganze abgedruckt auf marcokaimi.ch, everydaykaimi62, ein interessanter Artikel über diesen Thomas Kutschaty von Michael van Laak. Jetzt wird es auch wieder spannend. Das ist Newsweek, liebe YouTube-Zensoren. Es ist Newsweek, nicht von mir, es ist auch keine Fotomontage, oder? Und die Fragen, kann Blut von jungen Menschen das Altern entschleunigen? Silicon Valley hat Milliarden darauf gesetzt, oder? Also das hat nichts mit QAnon zu tun, nicht? Also nicht, dass die das Blut von Kindern trinken, aber dass man junges Blut, irgendwelche Proteine dort rausnimmt und die in irgendwelche Cocktails, Spezialsubstanzen, Infusionen, ich weiß nicht, was die Galenik sein wird, und das dann älteren Menschen oder alten Säcken wie mich, wahrscheinlich nicht den weißen alten Männern, nein, denen nicht, oder? Weil die sind ja eh toxisch, denen infundiert oder zu trinken gibt oder spritzt, oder? Also das ist jetzt ist hochaktuell, nicht? Also das ist relativiert auch wieder, was man gesagt hat, das ist doch alles Aberglaube und das ist doch Voodoo-Medizin, das Blut von jungen Leuten, dass das irgendetwas mit Anti-Aging zu tun hat. Ich weiß nicht, wie seriös Newsweek ist. Es ist ein Mainstream-Medium, aber es ist nicht gelistet, dass man Newsweek nicht zitieren darf, oder? Ich finde es einfach spannend, was für Ideen wir kommen jetzt. Also, ich glaube, wir müssen wirklich mal eine Diskussion führen über die Endlichkeit des Lebens. Also das ist ganz wichtig. Ich bin erstaunt, ich bin sehr erstaunt über solche Dinge.
Amtsgericht Weimar gibt Corona-Maßnahmen an Schulen. Da haben wir, wie gesagt, etwas auf Kanal 2. Ist es schon Wahnsinn, so hat es doch Methode, heißt das Video. Gell? So heißt es, genau. Dort, wir gehen jetzt nicht nochmal auf die Expertenmeinungen ein, aber es ist interessant, dass das dann so interpretiert wird von der thüringischen Regierung, dass das jetzt nur für die beiden Schüler gilt, also nicht für die ganzen Schulen in Thüringen, sondern nur für die, für diesen 8-jährigen und 14-jährigen Jungen, deren Mutter geklagt hat. Oder? Heinz Raschein, den kennt ihr, Schweizer Juristen, sagt gegenüber der Redaktion von Corona Transition, da das Urteil auf nicht anfechtbaren Gutachten beruhe, wusste ich nicht, dass man Gutachten nicht anfechten kann, weiß nicht, ob das so ist, und eine Revision ausgeschlossen sei, wenn das ein Jurist sagt, könne man sich auch in der Schweiz auf diesen Entscheid berufen. Hochinteressant, wie gesagt, Heinz Raschein, Philipp Kruse und so weiter, klärt uns auf. Ich weiß nicht, was das wirklich bedeutet. Ich habe keinen Grund, Heinz nicht zu glauben, aber es wäre natürlich ziemlich pfeffrig, nicht, wenn das ein Entscheid aus Weimar ein Präjudiz schaffen würde, auch für die Schweizer Schulbehörden. Also da, ich mache jetzt da mal mit Bleistift ein Fragezeichen. Aber es ist eine spannende Geschichte. Oder? Das Schweigen nach dem Weimarer Urteil versinnbildlich den Verfall des Rechtsstaats. Oder? Also, die wollen sagen, ich komme darauf zurück, im Schweizer Medienwald nichts, ne? Keine Echokammer. Und der Zürcher Kantonsrat Urs Hans, der heißt wirklich so, und der sieht auch so aus, ist ein Volkswirt. Mein letzter Stand ist, dass die Grünen haben ihn aus der Partei geschmissen, weil er zu Corona-kritisch war, oder? Er hat da geharnischte Worte gefunden, die ich da nicht zitieren möchte. Ihr wisst warum. Aber jedenfalls die Reaktion auf die scharfen Worte von Urs Hans im Kantonsrat des Kantons Zürichs: Schweigen. Darauf angesprochen von Journalisten erklärt der Bierbauer gegenüber Corona-Transition: Auf der Toilette wurde ich von einem Ratskollegen auf das Urteil angesprochen. Doch im Saal herrschte Schweigen. Keiner, so Urs Hans, habe auch nur ein Wort darüber verloren. Zitat: Im Saal getraute sich niemand darüber zu sprechen. Zitat Ende, so Hans. Wie gesagt, wahrscheinlich sind die sprachlos gewesen. Also ich wäre das auch. Aber es ist nicht ganz atypisch, dass wir nichts in der Schweizer Mainstream-Presse darüber lesen. Dafür bei Focus, oder? Dieses Urteil hat politische Sprengkraft, allerdings ist aber mehr als fragwürdig. In einer einstweiligen Anordnung hat das Amtsgericht Weimar zwei Schulen untersagt, Maskenpflicht und Corona-Tests anzuordnen. Jetzt sind es schon zwei Schulen. Letztes Mal habe ich gelesen, dass es nur für die beiden Schüler betrifft. Also es ist Chaos. He? Das Gericht, jetzt kommt's, das Gericht zitiert in der Urteilsbegründung gleich mehrere Experten, die als Corona-Skeptiker gelten. Also müssen wir das einfach wieder sauber eintüten. Oder? Die Frau Professor Kopstein, die hat Gutachten gemacht über die Wirksamkeit von Masken. Ich sage nichts mehr dazu, Niklas, keine Angst. Und die Frau Professor Ulrike Kemmerer, Virologin, Immunologin und Zellbiologin, hat sich gutachterlich geäußert über die Bedeutung des PCR-Tests und eigentlich nicht viel anderes gesagt, als auch das RKI gesagt hat, als die WHO gesagt hat. Ich sage nichts mehr. Also die haben zu ganz, ganz bewussten, spezifischen Themen haben die ein Gutachten abgeliefert. Ein Auftragsgutachten, dafür haben sie auch Kohle bekommen, ist auch richtig so. Und was macht Focus daraus? Die Experten, die als Corona-Skeptiker gelten. Okay. Zudem seien auch Mindestabstände nicht einzuhalten, schreibt Focus. Das habe ich jetzt so von diesen beiden Gutachterinnen nicht gelesen. Juristen bezeichnen das Dokument als ungewöhnlich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was ist das für ein Journalismus? Was heißt ungewöhnlich? Ist das Dokument falsch?
ist das Dokument halbrichtig, ist das Dokument richtig, aber ungewöhnlich. Natürlich ist es ungewöhnlich, wenn ein Gericht, ein offizielles Gericht von Weimar, vom Bundesland Thüringen, etwas anderes sagt als eine Gesundheitsbehörde. Das ist ja logisch, aber warum ist es ungewöhnlich? Und immerhin schreiben sie dann in dem Urteil des Weimarer Gerichts mit dem Aktenzeichen 9F 148 Jahrgang 21 wird massive Kritik an gewissen Maßnahmen geübt, oder? Dann interessant, wir haben Gerd van den Bosche gehabt hier, der gesagt hat, Achtung, es könnte eine Immunflucht geben, wenn man eine bestimmte medizinische Maßnahme durchführt, oder? Und viele haben ihn dann schon als den Gott der Impfskeptiker beurteilt und den Anti-Impfpapsten, oder? Weit gefehlt. Dr. Bruno della Carbonara, der mit mir in Liestal auch gesprochen hat, Molekularbiologe, er tütet das etwas richtiger ein und sagt, Moment, und bezieht sich da auf eine sehr renommierte Studie, ich habe die auch schon zitiert, vom La Jolla Institute for Immunology in Kalifornien. Und er sagt da, oder die sagen, Entschuldigung, ich zitiere die Arbeit, T-Zellen von Corona-Rekonvaleszenten erkennen mindestens 30 bis 40 Merkmale des Virus, und haben gezeigt, dass die Immunität nach einer Covid-19-Infektion lang anhaltend und dauerhaft ist. Sie konnten nachweisen, dass mindestens 30 bis 40 unterschiedliche Merkmale des Virus durch das Immunsystem erkannt werden. Damit kann das Virus der Abwehr des Immunsystems praktisch nicht entkommen. Also, wie gesagt, nichts von dieser Immunflucht. Also wir kommen dann auch noch darauf zurück, wie ist das mit der Impfung. Also das scheint wirklich nicht okay zu sein. Ich habe ein paar andere solche Artikel gelesen, was dieser Gerd van den Bosche gesagt hat. Jetzt kommt diese Studie, ich habe sie nicht auf Englisch, sondern auf Deutsch da die Übersetzung gewählt, oder? Immunität nach Infektion und Impfung, wir wollen fair bleiben, ist langfristig. Eine neue in Science veröffentlichte und begutachtete Studie, das ist die Science, sehr renommierte Zeitschrift, oder, zeigt, dass Immunzellen, die für den Kampf gegen das Coronavirus vorbereitet sind, noch lange nach einer Infektion und wahrscheinlich auch nach einer Impfung bestehen bleiben. Die Ergebnisse, die auf Analysen von Blutproben von 188 Covid-19-Patienten basieren, zeigen, dass die Reaktion auf SARS-CoV-2 von allen wichtigen Teilen des spezifischen Immunsystems mindestens 8 Monate nach dem Auftreten der Symptome der Erstinfektion anhalten. Dieser Teil des Immunsystems hat gelernt, bestimmte Krankheitserreger zu bekämpfen. Zitat, unsere Daten deuten darauf hin, dass die Immunantwort da ist und sie bleibt, sagt Professor Alessandro Sette, der die Studie gemeinsam mit Professor Shane Crotty und Research Assistant Professor Daniela Weißkopf am La Jolla Institute for Immunology in Kalifornien leitete. Crotty erläutert, wir haben Antikörper, Gedächtnis, B-Zellen, Helfer-T-Zellen und Killer-T-Zellen alle gleichzeitig gemessen. Soweit wir wissen, ist dies die größte Studie, die jemals bei einer akuten Infektion alle 4 Komponenten des Immungedächtnisses gemessen hat. Sehr spannend. Und was sind die verschiedenen Abwehrzellen des Immunsystems? Das SARS-CoV-2-Virus verwendet seine Spike-Proteine, um die Infektion menschlicher Zellen zu initiieren. Daher suchten die Forscher nach Gedächtnis-B-Zellen, die spezifisch für das SARS-CoV-2-Spike sind. Sie fanden heraus, dass spike-spezifische Gedächtnis-B-Zellen 6 Monate nach der Infektion tatsächlich im Blut zunahmen. Hochspannend, oder? Dann die verschiedenen Teile des spezifischen Immunsystems arbeiten zusammen, sodass es ein gutes Zeichen ist, mehr als 8 Monate nach der Infektion Covid-bekämpfende Antikörper, die können wir schon lange testen, Memory-B-Zellen, Memory-CD4-T-Zellen und Memory-CD8-T-Zellen im Blut vorhanden sind. Diese T-Zell-Immunität, das wisst ihr, wenn ihr regelmäßig KIMI-Report schaut,
die können wir noch nicht so lange messen. Geht aber, sind aber keine Hals-Nasen-Rachen-Abstriche oder Spucktests, sind Bluttests. Also es braucht eine Blutentnahme. Sehr, sehr spannende Geschichte, die da aus Kalifornien kommt. Nun, wie ist es bei der Impfung? Und da sagen die Wissenschaftler, es ist möglich, dass das Immungedächtnis nach der Impfung ähnlich lange anhält. Dann, wir machen auch sehr detaillierte Analysen mit einer viel, viel höheren Granularität darüber, welche Teile des Virus erkannt werden, sagt Sette. Und wir planen die Immunantwort nicht nur nach einer natürlichen Infektion, sondern auch nach einer Impfung zu untersuchen. Also da ist noch vieles. Gott sei Dank scheint jetzt die wirkliche Wissenschaft und die Forschung scheint jetzt wirklich wieder zu laufen. Das finde ich jetzt auch etwas sehr Beruhigendes. Und da sind wir dann wirklich inmitten in unserem Immunsystem drinnen und sehen dann auch die Reaktionen. Das macht jetzt Sinn und ich bin sicher, dass das natürlich dann auch Konsequenzen haben wird für Verbesserung, für Influenza-Impfung. Ich meine, wenn wir das überhaupt noch brauchen, weil Influenza scheint ja irgendwie kein Thema mehr zu sein. Aber es ist noch zu früh, um die Influenza wirklich abzuschreiben. Das ist meine Meinung. Apropos Impfung, wie sieht das eigentlich aus in der Schweiz? Offizielle Daten vom 11. April. Mindestens eine Dosis in der Schweiz haben bekommen 1.121.455 Menschen. Das seien 13,1% der Bevölkerung, Stand 11.04. Vollständig geimpft, nach meinem bescheidenen Wissen die zweite Dosis bekommen, haben 686.248, das sind 8% der Bevölkerung. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie die demoskopische Anordnung der Schweizer Bevölkerung ist, aber wenn wir davon reden, dass wir vor allem natürlich die meistgefährdeten, also 65 plus oder Vorerkrankte und 65 plus und so weiter, und ja jetzt der Impfstoff kommt und der Nachschub nicht mehr so ein Problem sein soll, dann scheint es mir eigentlich relativ logisch, dass man doch langsam wieder öffnet. Weil der Impfstoff ist ja super. Ne? Das wissen wir, 91% Wirksamkeit, 94% Wirksamkeit. Also das ist doch großartig. Nehmen wir an, Niklas, was schätzt du, wie viel Prozent der Schweizer Bevölkerung ist älter als 65? Ein Viertel. 2 Millionen, oder? So 2 Millionen. Also da haben wir schon, zumindest die Erstimpfung schützt ja schon, da haben wir schon mehr als die Hälfte. Also das ist vielleicht bis in einem Monat sind die am meisten Gefährdeten doch komplett geimpft und damit auch zu 94,5% geschützt. Also das bedeutet doch auch für Altenheime und dass man wieder besuchen kann und nicht noch vorher testen muss. Ich weiß es nicht, korrigiert mich, wenn ich da einfach falsch liege, aber irgendwie, ja, wir impfen ja, damit wir ja etwas erreichen können, nehme ich an, oder? Interessant auch, wenn zwei dasselbe tun. Budesonid, das ist, wie ihr unschwer erkennen könnt, ein altbewährtes Asthmamittel. Ich darf nichts sagen über Wirksamkeit oder ich darf keine Heilsversprechen machen über Mittel, die Corona helfen. Und das kommt nicht von mir, liebe YouTube-Zensoren, sondern von Professor Karl Lauterbach. Oder er sagt, dieses Budesonid, dieses Asthmamittel ist ein Gamechanger in der Pandemie. Ja? Also das sagt Lauterbach bei NTV, Game Changer heißt, das revolutioniert nicht die Prävention, aber die Therapie. Und seit Beginn der Corona-Pandemie suchen Forscher nach einem Medikament, das Virus aufhält. Eine Studie der Oxford hält jetzt die Asthma-Spray Budenosid Sonid für erfolgsversprechend. Gesundheitsexperte Lauterbach spricht von einem Gamechanger. Interessant ist aber, dass Dr. Richard Bartlett in Amerika schon vor 9 Monaten genau das Gleiche gesagt hat, wie jetzt die Entdeckung von der Universität Oxford. Oder?
Was ist da passiert, nachdem Dr. Bartlett damals an die Öffentlichkeit ging, um seine Therapie mit dem Budesonid-Spray zu machen, haben sich Faktenchecker augenblicklich auf die positiven Informationen gestürzt, um diese als inkorrekt abzutun. Gleichzeitig hat YouTube zugeschlagen und Dr. Bartlett's visuell festgehaltene Ausführung zur Budesonid-Therapie von seiner Plattform gelöscht. SPD-Gesundheitsexperte bezeichnet Asthmaspray Budesonid als Gamechanger. 9 Monate zu spät, Uni Oxford schmückt sich mit fremden Federn? Fragezeichen. Therapie vom texanischen Arzt bereits im Juli 2020 vorgeschlagen. Das ist sogar im Mainstream zu finden, oder? Also wie gesagt, naja, Herr Lauterbach, lieber spät als nie. Aber wenn zwei dasselbe tun, dann kann das unterschiedliche Konsequenzen haben. Gell, Kalle? Jawohl. Und ein paar, darum habe ich gesagt, streut das wieder, ein paar wirkliche Facts, die ich wieder mal bringen möchte. Nicht? Eine Riesenstudie aus Wuhan, aus China, über die Post-Lockdown-Situation, also die haben ja ganz brutal eingesperrt, die Chinesen, da wurde man auch mit Nahrungsmitteln beliefert in Wuhan, durfte nicht mal zum Haus rausgehen. Und die haben dann geschaut, in der Zeit zwischen dem Mai und dem 1. Juni 2020 in Wuhan, und das ist unglaublich, ich habe noch nie so eine Studie gesehen. Die haben 9.899.828 Menschen haben daran partizipiert, das sind 92,9%. Also die Kinder unter 6 Jahren haben sie ausgespart, oder? Und dort behaupten die Forscher, wo ist das publiziert worden? Nature, also das muss ja stimmen, ne? Die Forscher sagen, es gab keine neuen symptomatischen Fälle mehr. Also Leute mit Symptomen wurden unter diesen 9,899 Millionen nicht entdeckt. Aber es gab 300 asymptomatische Fälle. Also die waren ohne Symptome, aber positiv getestet, oder? Und jetzt haben die dann mit Contact Tracing par excellence, haben die 1174 Close Contacts of Asymptomatic Cases, also enge Kontakte von diesen 300 asymptomatischen Fällen durchgecheckt, oder? Und haben gesehen, dass niemand, there were no positive tests among von deinen 1174 Close Contacts. Und da kommt natürlich wieder die Frage, wo dann die WHO ja im Juni, Maria van Kerkhove, gesagt hat, wenn jemand asymptomatisch ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er ansteckend ist, extrem klein. Und das basierend auf diesen fast 9 Millionen Probanden, Patienten, Ex-Patienten, die man da in Wuhan durchgetestet hat. Einfach, um das mal wieder in Erinnerung zu rufen, im Nature publiziert. The Lancet, auch edelste Schublade der wissenschaftlichen Publikationen, 17. Februar 2021, es geht jetzt um den PCR-Test. The Lancet schreibt, PCR is thus a powerful clinical test, also ein sehr starker klinischer Test. Ich habe das in einem der letzten Videos gesagt, auch in der Forensik. Amplifikationen bei einem Haar zum Beispiel, um die DNA-Analyse möglich zu machen, oder? Sie sagen aber jetzt in der klinischen Geschichte, however, for public health measures, another approach is needed. Also für volksgesundheitliche Diagnostik sollte man eine andere Approach, Annäherung oder Vorgehensweise bevorzugen, und sie schreiben auch da nochmals, the PCR test is therefore not the appropriate gold standard for evaluating a SARS-CoV-2 public health test. Also, dass man da diagnostisch wirklich weiterschauen müssen, dass es nicht ein approbater Testvorgehen ist, um da wirklich große Screenings durchzuführen, sage nicht ich, sagt The Lancet, 17. Februar 2021. Die WHO Information Notice for IVD Users, das heißt IVD heißt In-Vitro-Diagnose, habe ich auch schon gebracht im Zusammenhang mit diesem Weimarer Urteil, anzuschauen auf unserem Kanal 2.
Und da sagt die WHO, wenn das Testresultat von einem PCR-Test nicht mit der klinischen Präsentation übereinstimmt, sollte ein neuer Test durchgeführt werden. NAT heißt Nucleic Acid Testing, also PCR-Test, und man sollte auch die Symptome mit beurteilen. So. Und die WHO sagt auch, was uns Jens Spahn mal irgendwie im Spätsommer gesagt hat, oder? Je weniger die Prävalenz ist, also je weniger Kranke das es ist, umso mehr ist die Wahrscheinlichkeit, dass Falsch-Positive entstehen. Ich zitiere die WHO in ihrem eigenen Paper. As disease prevalence decreases, also wenn die Durchseuchung mit einer Krankheit abnimmt, the risk of false positive increases, also nimmt das Risiko von falsch-positiven Testen zu. Dann Karl Lauterbach, nochmal er, er hat Angst, sich anzustecken. Er twittert da schon im August, ich habe gesagt, wir schauen zwischendurch auch mal zurück. Das ist immer wieder gut, dass wir zu den Wurzeln gehen, was hat man uns schon gesagt und so weiter. Neue gut gemachte Studie zeigt, dass asymptomatische Infizierte große Virusmenge im Hotelzimmer ausbreiten. Kopfkissen, Bettdecke etc. Da sich das Virus dort lange hält, werde ich selbst Hotelübernachtungen weiter auf das absolute Minimum beschränken, sagt Kalle Lauterbach. Und was sagt die CDC dazu? Center for Disease Control and Prevention, amerikanisch RKI und BAG. Science Brief vom April, 5. April 2021. Die Wahrscheinlichkeit, that each contact with a contaminated surface has less than 1 in 10,000 chance of causing an infection. Also die Chance, dass man über eine kontaminierte Bettdecke, Nachttischleinoberfläche in diesem Lauterbachschen Hotelzimmer angesteckt wird, ist kleiner als 1 zu 10.000. Und wenn man weiß, dass doch 99,78, je nachdem 7,5, 8,3% der Angesteckten die Krankheit überlegen und die Wahrscheinlichkeit der Ansteckung 1 zu 10.000 ist, da muss man sagen, lieber Kalle Lauterbach, wenn Sie dir noch ein Hotelzimmer vermieten, ich glaube, du kannst das ganz entspannt nutzen. Es ist nicht ganz so dramatisch. Also die Bettdecke, man kann jemanden natürlich ersticken mit einem Kopfkissen und mit einer Bettdecke. Auch Wasser kann zum Tode führen übrigens, für die das nicht wissen. Das nennt man dann Ertrinken. Aber ich glaube, du kannst ganz entspannt das Hotelzimmer nützen und dir mal auch etwas wieder, vielleicht tut es dir auch gut, wieder mal etwas Schönes gönnen, lieber Herr Kollege. Okay, united we stand, divided we fall. Denk daran, Covid-19-Gesetz, ante portas. Wir sind sehr froh, wenn ihr versucht, auch ein bisschen kritischere Freunde zu erreichen mit diesem Video. Wenn die Freundschaft gefährdet ist, dann, wenn ihr es teilt oder verschickt, dann überlegt es euch nochmal. Aber wir wollen ja noch ein bisschen mehr raus aus dieser Bubble. Und ich habe jetzt wirklich fast nur Facts, Ausnahme die Geschichte des Gerichtsurteils von Andreas Heisler, wirklich nur noch Facts erzählt. In diesem Sinne, alle Macht uns, nämlich nicht uns hier drin, sondern uns, dem Souverän. Früher durfte man noch Volk sagen, heute nicht. Und das heißt, Amandla, Avetu, Salizame, merci vielmals.